entscheidend ist. Nicht beim Festhalten. Die Schaufel ist nicht. Ja, also der hat auch gutes Programm und der kennt auch gute Hotels und so. Dort waren wir dann, ne? Nee, ja, von Birmingham. Okay, und wenn du jetzt durch die Scheibe schneidest, dann darfst du nicht stehen. Wenn die Polizei dich sieht, bist du mit 200 Euro dabei. Es ist okay. Verboten. Genauso gut, wenn du eine Tasche mit hast. Die hast du im Gepäck, die steht zwischen den Füßen und die machen Kontrolle, das ist verboten. Auch Rucksäcke, das ist verboten. Auch noch so Rucksäcke? Ich sag aber nichts mehr, weil du lässt dich ja nur mit den Leuten an, verstehst du? Thank you.
Alles klar. Sehr schön. Das sag ich sofort, ich bin so dunklem Papier, so mit vom Schulheft und waren ja alles mit schwarzem Papier eingeschlagen. Habe ich mir da so um die 24er so eine Art Schnauze wie für die Zehen geworden. Für die Modellbahn. Ja, ja, klar. Warum filmt ihr denn jetzt beide mit der gleichen Kamera das gleiche? Lass mich doch mal rauf, ich hab eine andere. Jetzt sehen wir wieder hier auf. Du kannst nicht oben schauen. Danach kommt Rapperweg. Ja. Thank you.
Mal kurz erläutert hatte, unser Gleisnetz mal so aufgespannt. Sie sehen hier grüne, rote Gleis, doppelt rote Gleise. Doppelt rot ist eigentlich das Gleis ist gesperrt. Da hat der Fahrdienstleiter also praktisch eine Sperre aufgelegt. Das Grünebaum von den Eisenbahn vorhin Witten. Hallo Herr Kaul, also ich wollte nur sagen, wir haben eine Viertelstunde Verspätung, ja? Bitte das schon mal zu entschuldigen. Ja? Und können wir machen, ja? Wenn er das möchte. Ganz schnell da wieder rein. Und? Das ist unsere Altstadt. Um 1200 wurde diese abgesteckt mit drei Stadttoren. Und wenn wir da vorbeikommen, werde ich auch etwas dazu sagen. Und natürlich in der Altstadt liegt was zu den historischen Gebäuden. Wir sind jetzt außerhalb der Stadt in Schmelwitz. Dieser Stadtteil, bis auf diese alten Häuser, wurde 1927 bereits gebaut und eingemeindet. Aber Sie werden gleich diese Plattenbauten sehen. Die sind in den 80er Jahren gebaut worden. Ich pack gleich meinen Dienstrevolver aus. Aber lass mal den Zimmer vor, der muss jetzt wieder hin. Und Ottos zeichnet das aus, das
Warte doch, wie viel ich das denn hier. Ulla, da nehme ich dein Hingericht für Metall. Thank you.
hier Friedenseiche. Bahnhof? Endbahnhof? Knauni. Jetzt laufe ich dem Volke mal so richtig ins Bild. Weißt du, das ist nämlich irgendwie mal gut. Hallo! Ihr Bild im Laufer. Ja, aber dann löscht er das und so, wenn das so auf ist. Nebeneinander stehend aufnehmen, ich würde sagen, Fotoreihe hier.
muss ich die Weiche nehmen lassen.
nehmen wir dabei, da gucken. Was?
Aber die Türen sind da verdieselt ruhig. Ja, die Staubsauger. PKP vorgesucht oder bis ein Videomat kommt. Der ist anhören. Der hat noch keinen Fahrplan. Wollte nur sagen, dein. Ich hab noch keine Zugnummer. Ja. Aber ich denke, der hätte heute alles ein bisschen länger. Jetzt die andere Seite, ich wollte die Tür aufnehmen. Die werden ja.
Straßenbahnhistoriker. Aber das fällt gar nicht auf. Die haben wir vor Jahren mit der Kovo. Da gibt es doch auch das Kovo. Mit
zum historischen Straßenbahnwagen eine Rundfahrt durchs Ruhrgebiet gemacht. Ja. Aber das an jeder Haltestelle. Da wollen Leute rein, die gucken. Ja. Die gucken wahrscheinlich nur, dass da mal hin reinfährt. Ja, dann da kommt man und dann fahren wir mit, egal was das ist. Dann fährt man nicht auf. Genau, schaffst du auch Kajak. Schaffst du auch Kipke. Thank you.
Jetzt kommen sie. Hallo, komm doch mal ein bisschen. So, und jetzt einmal, macht er einmal noch mal rausdrücken, alle Mann. Inklusive Zugführer. Zugführer nach vorne, die Güte. Benz.